Dann kannst du mal deine, ja, deine TP auswürfeln. Jetzt muss ich eben gucken, das ist, glaube ich, der W6. Du hast den Kurzbogen meinetwegen auch drin, ne? Ach so, und den habe ich drin. Ja, aber irgendwie hat das hier nicht funktioniert, wenn ich... Da, jo, jetzt hat's funktioniert. So, dann hast du eine 1 gewürfelt. Plus 4 plus den Nahmodifikator. Das heißt, du bist bei 7. Genau, plus Plus 3 aus der 3 ist Ansage. eine Wucht, ist 10 SP. Ist das richtig? Oder kommt da noch was drauf? Ne, 10 SP aufs Auge. 10 Dann SP. zwei. Dann bekommt er bei einer Wundschwelle minus 1. Da hat er eine Wunde zusätzlich sind 2 Wunden und er ist einäugig. Wundenschmerzprobe. Bitte, nochmal, was war? Ob ich auch zuschlagen darf. Klar, du kannst auch zuschlagen. Gilt die minus 8 für den Hinterhalt auch für mich? Ja, natürlich. Hervorragend. Ich gebe mir eine 12er Ansage. Er bricht jetzt schon mal zusammen, also unabhängig. Weil er ist noch nicht tot. Er bricht nur zusammen. Ja auch liegen bleiben. Zumindest kann er die Ich meine, Palisade nicht öffnen. wenn Goggle Moggle jetzt richtig gut trifft, quasi fast gleichzeitig, dann ist er vielleicht sofort tot und kann dann nicht mal mehr schreien. Goggelmoggel trifft. Ja, was hattest du für eine Ansage drin? Zwölf. No, 9, 12, 12. Ja, mit der Verrechnung über Hinterhalt und die ganzen Entfernungen und Ja, Zielgrößen, die ist da ein sind. Angriff zum Niederwerfen, weil du nach ihm wirfst. Er ist sowieso schon auf dem Boden, das heißt, er wird auch weiter gepinnt und kann dann auch nicht aufstehen. Schaden? Nur 19. in Trefferzone. Ja. Siehst du, Der so Schwertarm. läuft das doch schon mal. Er ist tot. Weiß nicht, was hat er eben bekommen? 10 und 19. Wenn er aus dem letzten Kampf von gestern noch ein bisschen angeschlagen ist, dann ist er jetzt tot. Ja, hat auch noch 2 W6 wegen den Kopfwunden bekommen, also. Ja, er wird von dem einen Pfeil rumgeworfen, taumelt vom Balken weg. Der nächste Speer pflockt ihn durch das Tor durch und er bleibt angesteckt wie eine Puppe, bleibt er im Tor stecken. Und der Speer von Goggle Moggle pinnt sozusagen dann auch noch einmal den Balken so ans Tor, dass das nicht geöffnet werden kann, solange der Speer noch drin steckt. Die anderen auf der anderen Seite würfeln mal eine Sinnesschärfe. Die sind zwar noch nicht ganz dran, aber vielleicht haben sie ja irgendwas gehört. Intuition hattest du gesagt, ne? Ja, Klugheit, ja. Intuition, Intuition. Sie hören auf zu lachen, bleiben kurz stehen und gucken in die Richtung. Hey, was ist da los? In dem Moment, wo der draußen schreit, dass Sayan! man. Ja? In dem Moment, in dem draußen geschrien wird, also dass sie zurückkommen und einen mit dabei haben, möchte Kasim sich gerne mit Hilfe des Stabseils, das er dazu für ein ASP verwandelt, versuchen hier abzuseilen, weil ob der Beinwunde möchte er sich nicht ausschließlich auf seine Beine Du verlassen. hast ein Stabseil. Ich habe ein Stabseil, ja. Okay, Ich verwandle dann es kostet und dich das eine verwandle es, sobald ich. ASP und du kommst runter. Okay, ja, ohne Probe finde ich gut. Ich verwandle es zurück. Ich brauche es jetzt nicht mehr. Und hinke dann, vor allem wenn die jetzt eh abgelenkt sind, mal Richtung hier, Richtung Rongarens Haus. Ja, Ronga, stehst du da noch oder bist du mit derweil weitergelaufen? Ich hätte an diesem Haus auf Kasim gewartet, denn er sollte ja noch den Zauber benutzen. Ja, die Goblins, was wollt ihr dabei tun? Ich würde einen Fall nachlegen und wenn jetzt oben jemand aus dem Turm guckt, Ja, tatsächlich. kann ich ja Ich auf habe, den schießen. ja klar, ich hab gehört, also wie gesagt, die Sinnesschärfeprobe ist ja oben für ihn auch geglückt. Und du siehst, wie sich ein weiterer Mordbrenner aus dem Fenster rauslehnt und auch fragt, Xayan, alles okay? Scheiße, Xayan! Was, Xayan, was ist mit dir los? Xayan ist tot! Das ist der Moment, in dem ich Ronga verstärke. Ronga, jetzt! Dann, Groggel, von deiner Position aus 30 Meter und nochmal 9 nach oben. Ist aber trotzdem kein Steilschuss. Okay, das ist dann aber schon weit. Ja, wenn das mit einem Kurzbogen 30, ja, bestimmt. Also ich habe 25 und das nächste wäre dann 40 und dann Ja, 60 ist das letzte. dann, also ist es wieder ein menschengroßes Ziel. Die Entfernung ist weit, ist eine plus 8. Bewegung ist leicht und wieder mit dem Regen eine plus 4. Sind wir bei einer plus 14?
kannst du wieder das Auge ansagen. Nee, das schaffe ich nicht. Dann wäre ich bei 24. Dann nimm das Herz. Komm. Nee, das schaffe ich nicht. Ich habe ja keine Erleichterung drauf. Ich habe ja nur Erschwernisse. Stimmt. Er ist auch nicht mehr im Hinterhalt. Ein Pfeil, der entgegenflockt und über ihm im Fensterbalken stecken bleibt. Er zieht seinen Kopf wieder sofort zurück. Derweil Perjin, du stehst unten am Wachturm. Ja, ich würde warten, bis Ronga zu mir kommt und würde halt so stehen, dass, falls jemand da durch die Tür kommt, ich sofort mit dem Speer zustechen kann. Gut, bleibst also im Hinterhalt weiter und wartest auf den verstärkten Ronga. Initiative werfen oder noch nicht? Nee, du bist wohl maximal orientiert. Du weißt, was im Dorf vor sich geht. Die anderen wissen es halt nicht. Also wir gehen auch noch nicht in die Kampfreihenfolge. Dann kann Kasim gerne seinen Zauber würfeln. Genau, ich habe den gewürfelt. Frage, weil wir das vorher noch nicht gebraucht hatten. Wie war das? Durfte ich mit einer Selbstbeherrschungsprobe versuchen, die Erschwernisse zu ignorieren? Wunderschwernisse, ja. Die Wunderschwernisse, doch, genau, vom Kampf. Sind Wunderschwernisse, kannst du machen. Selbstbeherrschung. Ah, nee, das ist körperlich. Der Turm hat einen Außendurchmesser von gut 8 Schritt, wegen der rechteckigen Wand, im Inneren jedoch nur 5 im Inneren. Die Tür befindet sich im Erdgeschoss und besteht aus massivem Eichenholz mit Eisenbeschlägen. Sie geht nach innen auf und kann im Ernstfall von innen mit einem schweren Eichenriegel verschlossen werden. Über Pechnasen oder ähnliche Verteidigungseinrichtungen verfügt der Turm nicht. Genau, dann spürt Ronga, wie Kasim ihm die Hand auf die Schulter legt und dann das vertraute Gefühl, wie seine Muskeln sich anspannen. Nur nicht so stark wie beim letzten Mal. Körperkraft plus 6. Das ist mindestens ein Punkt AT und PA Basis. Wenn du kurz vorm nächsten Punkt durch normale Steigerung bist, könnte es auch 2 sein. Aber ja, ist leider nur ein Punkt. Okay. Dann ja, ist und die TP und so muss ich selber wissen. Meine Körperkraft ist bei 22. Ja, wieder einmal zerrt das Kettenamt enorm an deinem Brustpanzer, aber dieses Mal wird nichts gesprengt. Du musst dich aber vorsichtig bewegen. Ja, mal schauen, wie gut das klappt. Nachdem Ronga diese Kraft durchströmt, nimmt er auch den Lauf und läuft Richtung Perjin. Steht er da schon beim Eingang oder auf welcher Seite ist das? Der steht wahrscheinlich genau an der Eichentür, ja. Ja, gut, dann geselle ich mich neben ihn, wenn er nicht schon die Tür geöffnet hat, wenn ich ankomme. Du kannst Schritte hören, die von innen die Treppe runterhechten. Ronga, wenn sie die Tür öffnen, wollen wir denn direkt reinbrechen, dass wir sie umschmeißen? 3, 2, ja. Die Tür wird eingetreten. Ich bin. Dann ja, gib mir jetzt mal eine Initiative. Nee. Jetzt ich habe bis 3, 2, 1 gezählt. Jetzt gibst du mir eine Initiative. Und die werfe ich bei dem Mordbrenner auch. Verdammt. Oh. Gut. Ja, okay, nehme ich. Also auf der Innenseite würde der Mordbrenner gerne den Riegel vorlegen. Ihr könnt vorziehen. Wollt ihr vorziehen? Ja, die Tür wird die Tür wird geöffnet. Ja, gut. Und der Riegel mit einer Hand weggedrückt und mit dem Fuß dann mal kräftig gegengetreten, damit ihr auch aufspringt. Was zur Hölle? Steht er direkt vor der Tür, sodass ich ihn mit der Tür erwische? Er steht an der Tür und möchte jetzt gerne in der freien Aktion sein Schwert ziehen. Okay, also ich erwische ihn. Ich würde vorher nicht vorziehen, denn. Du hast dein Speer schon gezogen, ne? Ja, und ich habe auch schnell ziehen. Gut, ja, schnell ziehen brauchst du nicht, wenn du ihn sowieso schon in der Hand hast. Kannst zustechen, wenn du willst. Ja, ich würde gern zustechen und auch umwandeln und zustechen. Ja, hau rein. Das ist einmal gelungen. Und den anderen auch schon mal würfeln? Den würde er allerdings versuchen zu parieren. Kann er tun. Ich würde ihn auf die 15 parieren lassen. Normalerweise hat er nur sein schwarzes Schild. Das hat er jetzt aber nicht dabei und nicht gezogen. Aber mit der zweiten Aktion hat er sein
reißendes Schwert als Parade. Und das ist gelungen. Dann kannst du einmal Schaden gegen ihn machen. Derweil können Groggel und Goggelmoggel auf der Außenseite jetzt hören, wie zwei Mordbrenner an der Palisade gegenhämmern. Aufmachen! Wir sind doch nicht blöd. Ups. Groggel, was meinst du? Was sollen wir tun? Sollen wir die erschießen? Ich brauche bitte den Schaden brauche ich von dir, Pergin. Ja, ich hatte verklickt. Komm, wir spähen mal, wo wir die von schießen können. Gut, das sind 5 SP. Und dann, Ronga könnte noch eine Aktion irgendwas tun. Ja klar, er kriegt einen gezielten Stich ab. Du hast deine Waffe auch gezogen, ne? Ja, ja, ich gehe mal davon aus, wir gehen da mit Waffen rein. Ja, gehe ich auch davon aus. Andere mehr Blödsinn. Was hat er für eine Rüstung? 4. Das heißt, ich bekomme eine Erschwernis von 4 auf meinen gezielten Stich. 2 Erleichterung durch Waffenmeister. Ja, der wäre gelungen. Er hat keine Aktion mehr. Nein? Ach so, okay. Bei mir lag gerade eine 10. So, aber wäre auch gelungen. Genau, dann den Schaden. 6. Warum wurde die Trefferpunkte nicht angezeigt? Okay. Wenn du auf die Trefferpunkte doppelklickst, sollte das eigentlich... Ja, bei mir will der Doppelklick gerade nicht funktionieren. Ich bekomme auf jeden Fall plus 11 darauf. Ja. 9 normal und 2 durch meine Körperkraft. Genau. 6 sind 19, gezielter Stich, Rüstung wird ignoriert, dann machst du 2 Wunden und er hat 19 SP. Was hat er für eine Körperkraft? Körperkonstitution? Du meinst wegen der zweiten Wunde? Es könnte sogar eine dritte sein. Konzi 16. 16, dann 10er Wundschwelle. Zweite Wundschwelle ist bei 18. Und die habe ich überschritten und durch gezielter Stich kommt noch eine extra Wunde. Das sind 3 Wunden. Also in 3 Wunden und kampfunfähig. In Trefferzone. Linkes Bein. Ja, aber linkes Bein natürlich. Okay, alles klar. Er ist nicht tot und bricht neben der Tür zusammen. Schweine. Ja, ein Blick wird durch den Raum geworfen, ob hier noch irgendwer drin steht oder jemand direkt ersichtlich ist. Nein. Goggelmoggel. Mhm. Willst du hier beim Tor aufpassen? Dann gehe ich mal gucken, ob ich Leute finde, die uns noch helfen wollen. Ja, gute Idee. Das ist auch genau das, was Kasim macht, nachdem er ihn verstärkt hat und offensichtlich die jetzt nicht direkt Hilfe brauchen. Rennt er, so gut wie es sein immer noch kaputtes Bein geht, hier zu der Schmiedin. Das ist ein ehrbarer Beruf, glaubt er zu wissen. Ja, du kannst auch sehen, wie sie mittlerweile mit ihrem guten Auge aus dem Fenster herausgeschaut hat, denn auch sie hat die Rufe gehört und sie blickt ihr finster entgegen. Das Tor, beziehungsweise das Fenster ist nicht verglast, sondern nur mit Holzläden dann normalerweise verschlossen. So ist jetzt mittlerweile einladend offen und du könntest dich dann ganz normal über das Fenster mit ihr unterhalten. Was wollt ihr hier? Euch befreien. Uns befreien? Den Dämonenknechten die Mine wegnehmen. Ist mir doch einerlei, für wen ich das Silber schürfe oder schmelze. Abgaben muss ich immer leisten. Abgaben? Was glaubt ihr denn? Immerhin darf ich jetzt für ihn, sie blickt aber einmal zum Turm nach oben, einen Großteil selber behalten. Was macht ihr also besser? Wenn ihr mit den Dämonenknechten arbeitet, setzt ihr eure Seele aufs Spiel. Ihr arbeitet mit Goblins. Sie springt einen halben Stück zurück und versucht die Fensterläden zu schließen. Ey, nicht, ich bin nett. Diese Goblins haben einen Friedensvertrag und eine Allianz. Ja, mittlerweile ist der zweite Fensterladen zugemacht, sodass du sie nur noch durch den Holzspalt erkennen kannst. Wir haben eine Allianz mit diesen Goblins. Hiesige Administration hat eine Allianz mit diesen Goblins, nicht nur wir als Truppe. Was nützt denn mir das? Noch einmal,
Ich kann mehr Silber für mich einbehalten, wenn ich für Wolfgram arbeite. Dann sorgen wir dafür, dass ihr da genauso viel behalten dürft oder sogar noch mehr, wenn ihr wieder für die Rechtschaffenden arbeitet. Dürft ihr für die Baronin verhandeln? Wir wurden hierher geschickt, um das Ganze zu befreien. Und wenn es nötig ist, dass wir euch das versprechen, um es zu befreien, dann ist das Teil unserer Mission. Und wir sind sogar verpflichtet, das zu tun. Wie ist dein Name? Kasim Ibn Alam. Adept vom ewigen Konzil der elementaren Gewalten im Rastulzwall. Dann werde ich dich beim Wort nehmen und deinen Namen in den Schmutz ziehen, solltest du mir diese Verträge nicht erleichtern können. Geh zu den Wollwebers. Und ich bin Groggel. Und du hast voll das schöne Gesicht mit diesen Silbersprinkels. Und natürlich werden wir dafür sorgen, dass ihr niemals Probleme mit Goblins haben werdet. Denn mit ihnen ist schließlich eine Allianz geschlossen. Auf zu reden, geh zu den Wollwebers. Ich werde dir nicht im Weg stehen. Welches Haus? Auf der anderen Seite, in der Mitte. Relativ klein, aber es ist die Bürgermeisterin. Dann nickt er. Soll ich mitgehen oder im Turm helfen? Ich glaube, den Turm haben die beiden gut unter Kontrolle. Dann helfe ich dir, weil ich bin ja ein Menschenkennerich. Ja, weil Gorgelmorgel, was tust du? Ich möchte mir mal etwas weiter die Palisade entlang, also vielleicht hier, möchte ich mal versuchen, da durch einen Spalt durchzuspähen oder mich da irgendwie hochzuheben, um zu gucken, was ich da für Leute sehe. Ja, zwei Mordbrenner, die wie gesagt gegen die Palisade hämmern. Du kannst sehen, wie Ritter Zidon hier schwer verwundet im Matsch liegt. Ob er tot ist, ob er noch lebt, weißt du nicht genau. Er bewegt sich zumindest nicht oder zuckt nur noch wenig und die sind auf alle Fälle gerade dabei, das Turm einzudrücken. Wird ihnen natürlich nicht gelingen, weil die Palisade genau dafür gemacht worden ist. Hier, die drei frischen Gräber von den anderen Mordbrennern, die ihr in der Nacht umgebracht habt, und ansonsten noch keine weiteren Sichten von den anderen Jägern oder der Jägerin. Mhm. Ich möchte gerne einen Stinktopf rauskramen. Dafür sind sie da. Dann möchte ich mich in eine geeignetere Position begeben, also ein bisschen näher an die ran, dass ich den da direkt den auf den Latz knallen kann. Ja. Und den dann werfen. Sie haben dich wohl, haben sie dich gesehen, sie würfeln eine Sinneschärfeprobe. Ah, ich kann gerne schleichen oder sich verstecken dagegen. Boah, sich verstecken. Mhm. Oh, die 18 auf Klugheit haut viel raus, glaube ich. Tja, weil es eine konträre Probe ist, meinst du? Ja, das wird es wohl sein, ne? Oder was haben die für Punkte. Ja, dann minus für einen von oben. Ja, das ist mir relativ... Eine minus 8 gebe ich dir nicht, aus dem Hinterhalt das nicht, weil sie sind nicht am Kampf, aber sie sind auf alle Fälle darauf gefasst, dass irgendwas passieren kann. Ich denke mal, das geht dann auch mit dem Wurfspeertalent, weil darüber auch, ich glaube, Granatäpfel geworfen ja, werden. Also du kannst beliebiges Fernkampftalent jetzt einreichen, vor allem du musst es ja auch noch fallen lassen, ne? Seien wir ehrlich. Also die Entfernung aktuell, ob das jetzt 11 Meter sind, aber ja, du lässt es von oben auf sie fallen. Mhm. Wird wohl höchstwahrscheinlich treffen, gerade wenn das einen kleinen Radius hat. Mhm. Kommt natürlich darauf an, ob du direkt triffst eine Person oder ob du nur den Boden triffst, es aufplatzt. Ich möchte mich schon bemühen, einen von denen selber zu treffen. Ja, 28, 18 gewürfelt, passt. Was hast du gesagt? Stinktöpfchen? Stinktöpfchen. Ich möchte aber gerne einen Schwadenbeutel hinterher schmeißen. Okay, gleich zwei Stück, dann hast du auch den Eingang vernebelt. Was tut das Stinktöpfchen? Das Stinktöpfchen sorgt dafür, dass es jetzt ganz furchtbar stinkt. Die müssen eine Selbstbeherrschungsprobe um die halben THP-Sternchen machen, um ja, quasi noch handlungsfähig zu bleiben. Ja, ich gebe ihm mal den Zustand verwirrt. Eine Selbstbeherrschungsprobe. Mhm, erschwert um THP-Sternchen halbe. Sonst verlieren die einfach das Bewusstsein, stimmt genau. Zu sein. Die ist abhängig dann von deiner Alchemieprobe, oder was war das? Mhm, genau. Ich hatte 7 THP-Sterne. Also die ist dann um 4 erschwert, die Selbstbeherrschungsprobe. Ja, auf was wird Selbstbeherrschung gewürfelt? Vorne?
Ich glaube K-O-K-O-K-K meine ich. M-U-K-O-K-K. Ja. Mut. Ja, komm. Ja, das ja komm. Dann, was sind die kampfunfähig? Die werden ohnmächtig, wenn sie es nicht schaffen. Und ansonsten stinken sie und ja. Haben, glaube ich, Charisma erschwert um 2. Gut, dann sind sie auch. Können kotzen. Dann sind sie auch am Boden. Also und, kampfunfähig sind die auf jeden Fall. Ja, ja, sind am Boden und verschwinden zusammenbrechend in den Schwaden. Derweil bei Perjin und Ronga. Ich guck Ronga an. Darf ich den jetzt abstechen? So, das, ja. Ronga schaut sich einmal im Raum um, strengt seinen Sinn für besondere Gefahren an und hat das Schwert noch nicht runtergelegt. Die Goblins haben von 3 gesprochen. Ja, dann lass uns, dass der eine wenigstens uns nicht mehr in den Rücken fallen kann. Töte ihn. Ja, würde ich ihn töten. Ja, Speer geht durch die Brust. Es gibt einen pfeifenden Ton, als die Lunge kollabiert und du das Ganze rausziehst. Ja, und dann würde ich halt weiter Rongas Rücken decken oder vorgehen. Kommt halt drauf an, ob ich es noch kann oder nicht. Gibt es hier noch andere Räume oder kann man nur hoch? Nee, der Raum selber ist wie gesagt nur 5 bzw. 6 Meter groß und breit. Es gibt hier noch eine Treppe, ein paar Sachen, die hier gelagert werden. Vor allem so ein paar Säcke, würdest du wohl meinen, mit Kohle. Silber selber nicht, aber Kohle. Und ein paar Waffen, die hier rumstehen. Also schwarze Schwerter, schwarze Schilde, irgendwas aus den schwarzen Landen oder das, was Verena von Mersing eben an ihre Söldner abgibt. Aber der Wehrturm selber hat hier wenig, also nur einen Raum. Und wenn du die Treppe nach oben spähst, kannst du auch dort nur einen Raum erkennen. Also oben ist ein Raum, da ist nicht gleich die Plattform, das, die man beschauen kann. Nein, also wie gesagt, es ist ein, der erste oder das Erdgeschoss ist aus Bruchschiefer erbaut. Und das ist so ein bisschen das Fundament als großer Brocken. Und du kannst dann nach oben in den ersten Stock gehen. Da ist dann Fachwerk und auch der zweite Stock ist dann Fachwerk. Da gibt es dann sicherlich auch Fenster, aber das ist alles nur ein einziger Raum, der dann verkleidet ist mit ja, das, was man eben für einen Wehrturm eben braucht. Also Waffen, die man dann im Ernstfall benutzen könnte. Okay, dann können wir uns noch nicht sicher sein, dass oben keiner ist. Dann schreitet Gronga Schritt für Schritt die Treppe hinauf. Ja. Im zweiten Stock kannst du jemanden erkennen, der steht direkt neben seinem Bett, was blutverschmiert ist, hat einen riesigen Verband um den Kopf angelegt und vor allem wohl auch um sein Kinn rumgeschlungen, sodass er nur noch knurren kann. Verschließt ihn mit seinem wilden Bart dort wohl auch kaum. Aber er ist wild entschlossen, hat sein Schwert und sein Schild gepackt und guckt dich aus wutfunkelnden Augen an. Wisst ihr verdammt nochmal, mit wem ihr hier, wen ihr hier angreift? Wisst ihr, wer ich bin? Nicht lang reden, Fresse zu. Ronga macht Sturm. Ich mach mal eine Arroganz. Vielleicht Sturmangriffe ich denn jetzt direkt. Jo. Du machst einen Sturmangriff. Ich würfel gerade nochmal die Initiative für ihn. 19, du bist bei 21, ne? 23, ich brauche noch plus 1 durch Inni und plus noch ein plus 1 eingetragen. Ja, ich überlege gerade. Gegenhalten ist nicht so clever, ne? Ich mache eine Parade, ich habe ein Schild. Mhm. Ja, ich sehe. Finde Gott die Wörter nicht. So. Warum ist minus 21 eingetragen, weiß ich nicht, aber eine 1 ist eine 1. Warum wird das nicht angetragen? Scheiße. Der muss ich nochmal würfeln. Probe nicht erlaubt, Attacke. Du hast einen Modifikator von minus 21. Ja, bei mir lag gerade die 1, aber weil eine minus 21 eingetragen war. Aber gelungen ist gelungen. Ja, gelungen ist gelungen. Das war aber nur ein Sturmangriff. Dann kann ich dich einfach mit dem Schild auflaufen lassen und das ist tatsächlich dann auch eine freie Parade. Ja, der klaut mir einfach meine 1. Ja, gut. Sehr gut. Dann bist du auf ihn heran, auf S? S, ja. S, habe ich mir fast gedacht. Ja, ist ihm egal, sein reißendes Schwert hat auch NS, dementsprechend würde er dann selber zuhacken.
Und du hast deine Aktion aufgebraucht mit dem Sturmangriff. Dementsprechend würfel die mal neu, bitte. Hast du einen Schicksalspunkt? Schade, ja. Alles klar. Dann klaust auch du mir meine 1. Wahrheit kommt wieder 4. Mach Schaden. Sind sagenhafte 12. Wo? Trefferzone musstest du einmal bitte, beziehungsweise ich habe hier gerade deinen eigenen ins rechte Bein. Rechte Bein, okay. Komm. Oh, 9 durch. Ja, gut, dann war das die erste Kampfrunde. Wir gehen in die zweite. Er würde wieder zweimal verteidigen mit seinem schwarzen Schild und einmal angreifen. Ich kann das hier so lange spielen, wie du willst. Ja, glaube ich. Habe ich nicht meinen Pergin hinter mir? Noch nicht. Der sticht gerade ab. Kann gleich natürlich nach oben kommen. Willst du, Pergin? Ja, ich würde dann auf jeden Fall nach oben kommen. Gut. Ich dachte, wir hätten das jetzt zusammen erkundet, der direkt hinter mir. Ja, okay. Wie gesagt, kommt jetzt in der nächsten Kampfrunde. Also er wird, wie gesagt, trotzdem zweimal verteidigen, einmal angreifen. Und weil er Initiative technisch unter dir ist, fängt er an mit seinem reißenden Schwert. Mhm, und darf er machen? 16, gelungen. Keine Finte. Ja, halten hätte ich vorher ansagen müssen, habe ich verpeilt. Dann pariere ich nochmal. Ich sag mal eine Dreier-Meisterparade an. Okay, jetzt kommen die Meisterparaden. Ja, ich pariere trotzdem auf die 19, also das ist kein. Nicht besonders risky. Auf die 19, gerade so. Ja. Ja, das war die erste Attacke von ihm. Er hat noch zwei Paraden. Pergin kann handeln, muss handeln. Kann ich auch noch einen Sturmangriff machen? Klar. Ist eine plus 4, richtig? Plus 4. Ausgezeichnet. Dann bekomme ich einen freien Passierschlag. Und die 13. Bist du aufmerksam? Ja. Hast du Kampfreflexe? Warte, ja. Okay, du verlierst trotzdem, ich glaube, Initiative. Kann das sein? Nein. Er kriegt nur einen Passierschlag ab und verliert seine Reaktion. Okay, gut. Ja, alles klar. Dann, ich hatte jetzt sonst gedacht, bei einem gelungenen, wenn sein Passierschlag gelungen wäre, dann würde er Initiative verlieren. So aber nicht. Dann bist du durch, Pergin, und Ronga kann noch angreifen. Ja, ich gebe ihm eine Finte 6.